Und es gibt vier Grundbedürfnisse. Wenn Sie die beachten, geht alles gut. Jeder meint, er hätte Recht, auch wenn er aus Ihrer Perspektive her Unrecht hat. Das heißt, geben Sie den Zuhörern immer das Gefühl, dass Sie sie lieben. Herzlich willkommen, liebe Dozentinnen und Dozenten. Heute geht es um das Thema schlagfertig reagieren. Mein Name ist Christian Zielke, ganz einfach zu merken, wie das Ziel mit KE, Ziel klar erkennen, Ziel konstant erreichen. Heute geht es um Ihr Ziel, wie Sie schlagfertig im Unterricht reagieren können auf Situationen, auf die Sie nicht vorbereitet sind. Wie reagieren Sie auf Provokationen? Provokationen können in verschiedener Weise vorkommen, zum Beispiel durch kurze Kommentare, zum Beispiel die Folien sehen mal wieder aus wie langweiliger Einheitsbrei. Tja, was machen Sie, wenn Sie so etwas hören? Was machen Sie, wenn Sie hören von einigen Teilnehmern, und dafür hat die nun studiert? Sie haben nur ein Problem. Wenn Sie als Dozentin, als Dozent angegriffen werden, dürfen Sie selber nicht angreifen. Denn was passiert, wenn Sie selber nochmal zurück angreifen? Etwas, was nicht passieren sollte und auch schädlich ist für den weiteren Verlauf des Unterrichts, nämlich eine Spaltung. Eine Spaltung der Gruppe in Für und Wider. Sobald Sie als Dozent jemanden angreifen, wird sich automatisch irgendjemand aus der Gruppe mit dem Angegriffenen verbünden und sich gegen Sie stellen. Das haben Sie doch als Dozentin, Dozent gar nicht nötig. Deswegen ist es immer wichtig, die Grundbedürfnisse der Zuhörer zu beachten. Und es gibt vier Grundbedürfnisse. Wenn Sie die beachten, geht alles gut. Das erste Grundbedürfnis ist, geliebt zu werden. Das heißt, geben Sie den Zuhörern immer das Gefühl, dass Sie sie lieben. Dann geachtet werden. Geachtet werden ist wichtig bei der Schlagfertigkeit. Geachtet werden heißt, jeder hat das Bedürfnis, sein Gesicht zu wahren. Reagieren Sie so, dass der Einzelne sein Gesicht wahren kann. Das dritte Grundbedürfnis ist, Recht zu haben. Jeder meint, er hätte Recht, auch wenn er aus Ihrer Perspektive her Unrecht hat. Entweder lassen Sie es zunächst stehen oder stellen Sie es auf einer ganz anderen Ebene richtig oder sagen Sie einfach nur, ja, aus Ihrer Sicht könnte es so sein. Wissenschaftliche Studien haben ergeben, das und das. Recht haben. Und das letzte Grundbedürfnis ist, wichtig sein. Solange Sie sich an diese vier Grundbedürfnisse ausrichten, geliebt werden, geachtet werden, Recht haben und wichtig sein, solange Ihre Reaktionen das beachten, ist alles gut. Also, beachten Sie die Grundbedürfnisse Ihrer Zuhörer und reagieren Sie angemessen in drei Schritten. Einfache drei Schritte. Der erste Schritt ist, den Konflikt erstmal zu entschärfen. Der zweite Schritt, Regeln zu vereinbaren, Regeln über das weitere Vorgehen. Und der dritte Schritt, schlagfertig antworten. Die Schlagfertigkeit kommt erst ganz zum Schluss. Konflikte entstehen oft dann, wenn Sie etwas falsch verstehen, missverstehen. Deswegen gibt es die erste Regel, erst verstehen und dann antworten. Erst verstehen und dann antworten heißt, versuchen Sie einmal das, was Sie gehört haben, mit eigenen Worten zu wiederholen. Erst dann stellen Sie sicher, dass Sie den anderen richtig verstanden haben. Erst dann vermeiden Sie Missverständnisse. Und um Missverständnisse zu vermeiden, gibt es zwei Möglichkeiten, die ich Ihnen vorstellen möchte. Das erste ist paraphrasieren. Sie wiederholen das, was Sie gehört haben, mit anderen Worten. Habe ich Sie richtig verstanden? Das. Paraphrasieren. Zweite Möglichkeit, die noch besser ist, noch eleganter ist, ist die Möglichkeit, den Einwand als Wunsch zu verwandeln. Sie möchten also das, Klammer auf, dieser Einwand nicht mehr besteht. Einwand als Wunsch verwandeln. Nehmen wir ein Beispiel. Jemand sagt, das ist völlig unrealistisch. Um es nun zu entschärfen, könnten Sie paraphrasieren, Sie könnten sagen, sind also der Meinung, das ist nicht so realistisch. Dann sagt der andere ja. Wenn er nein sagt, fragen Sie, was meinen Sie denn, und paraphrasieren dann wieder. Die Paraphrase hat eventuell einen Nachteil, wenn Sie das Negative wiederholen, bleiben Sie im negativen Bereich. Besser ist, Einwand als Wunsch verwandeln, würde bedeuten, Sie möchten also, dass hier etwas Realistisches passiert. Da sind Sie sofort auf der positiven Ebene. Anderes Beispiel. Jemand sagt, das kostet zu viel Zeit. Paraphrase wäre, habe ich Sie richtig verstanden? Sie meinen, es ist sehr zeitintensiv. Einwand als Wunsch verwandeln wäre, Sie möchten also etwas machen, was Zeit spart. Etwas machen, was Zeit spart, ist wieder positiv und Sie haben sofort eine positive Stimmung innerhalb der Gruppe. Einwand ist, es ist zu teuer. Paraphrase wäre, Sie meinen, es wäre zu teuer. Einwand als Wunsch verwandeln wäre, Sie möchten also eine günstige Lösung haben. Wenn es geht, nehmen Sie immer den Einwand als Wunsch verwandeln, weil Sie automatisch eine positive Ja-Haltung haben.
Und wenn Sie eine positive Ja-Haltung beim anderen erzeugt haben, ist die Möglichkeit, dass Sie einen Konflikt deeskaliert, relativ gering, weil er erstmal unten gehalten wird. Das ist Paraphrasieren, Einwand als Wunsch verwandeln, soweit zu den Möglichkeiten, einen Konflikt zu entschärfen. Denken Sie daran, erst verstanden werden und dann antworten.